diese Glücksgefühle, die man im Ziel hat. Also bei den ersten sind mir die Tränen runtergelaufen vor lauter Glück. Das ist jetzt mein 6. Marathon. Ich bin 2009 den 1. Marathon gelaufen und dann eigentlich fast jedes Jahr einen. Und ja, das Größte für einen Läufer ist halt, mal New York zu laufen. Und das steht jetzt an. Anfang des Jahres haben wir sowieso eine Grundfitness von mindestens einem Halbmarathon. Und so 12 bis 14 Wochen vorher fangen wir dann richtig an und dann geht es dann auch so ein bisschen hoch, mal auf 30 Kilometer, auf 31 Kilometer. Zwischendurch immer mal kürzere Steps, aber grundsätzlich brauchen wir mindestens 3 mal 30 Kilometer, um dann zu sagen, okay, man schafft den Marathon. Ich hoffe es auf jeden Fall, ist ja mein erster. I'm standing in the corner watching the punches fly as the tears keep rolling down my eyes. Die Stimmung momentan in unserer Gruppe ist eigentlich total gut. Wir sind alle gut vorbereitet. Wir haben viele Trainings zusammen gemacht. Relaxter, weil ich mir denke, dass ich New York eher genießen möchte. Vielleicht mal zwischendurch Fotos machen oder das ganze Event einfach genießen, diese Stadt genießen. Also nicht so, dass ich eine besondere Geschwindigkeit laufen will, sondern schönen Genusslauf dann machen. Jeder fragt mich das, bist du schon nervös? Aber ich sage mal so, wir sind eigentlich total gut vorbereitet, es kann nichts mehr schief gehen. Ich bin immer aufgeregt und zwar immer mehr deswegen aufgeregt, bloß nichts mehr einfangen an Erkältung, Verletzung oder sonst was. Das ist immer so das, was eigentlich jeder Marathonläufer kennt, dass man immer Angst hat, man fängt sich noch was ein vorher. Es kann höchstens noch was passieren, dass man eine Erkältung bekommt, was wir jetzt natürlich nicht hoffen. Aber ansonsten denke ich, bin ich gut vorbereitet. Und ja, den Rest holt man sich dann sowieso raus mit Wille und Ehrgeiz und einfach zu sagen, so, das schaffe ich. Fertig. So, das schaffe ich.